Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem Unboxing von Human Punishment Project Hellgate, die Erweiterung, und Human Punishment Power Up. Mit diesen Goodies verbessert ihr das Spiel enorm. Wir von der Brettspielrunde lieben das Spiel und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Schaut gerne auch mein Unboxing von der Grundversion und selbstverständlich empfehle ich euch mein 6-Minuten-Video mit der Regelerklärung. Und zusätzlich könnt ihr auch gerne an unseren Runden teilnehmen, indem ihr einfach die Let's Plays schaut. Schaut einfach auf meinem Kanal vorbei, ich würde mich tierisch freuen. So, jetzt packen wir es aber aus. Legen wir los. Kommen wir zuerst zur Erweiterung. Neue Rollen, neue Programme, eine neue Waffe, Szenario-Setups, einzigartige Ex-Boss. Grundspiel wird benötigt. Für 4 bis 16 Spieler ist es ausgelegt. Zu den Szenario-Setups habe ich euch auch schon ein Let's Play hochgeladen. Die neuen Regeln. Zu den Regeln-Updates wird es selbstverständlich auch ein Video geben. Auf die Programme freue ich mich am meisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24. Auf jeden Fall 24 Programme schon mal. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Das schauen wir uns gleich an. Das sind... da kommen wir zu den Rollen. Die will ich mir zuerst angucken. So. Dann haben wir Rollenkarten. Ein Mensch, ein Gesetzloser, noch ein Gesetzloser, Maschine, Gesetzlos, Maschine, noch eine Maschine, noch eine Maschine, Mensch, 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 Mensch. Also 4 neue Maschinen, 8 neue Gesetzlose und 6 neue Menschen. Das ist richtig viel. Und es gibt schon wirklich viele Rollenkarten. Dadurch wird das Spiel noch individueller und bietet noch mehr Abwechslung. Okay, das scheinen auch Programmkarten zu sein, also haben wir noch mehr. Ein Portal. Ich glaube, durch diese Portale können dann die Bosse kommen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber das werde ich euch bald erklären. Also 7 Portale gibt es noch. Ex. Mhm. So zum Beispiel. Dann gibt es hier noch Bossautomat. Mhm. Genau, das ist die neue Waffe, Höllentor. Andersitzende Spieler. Beide Ziele decken ihre Rolle auf oder erhalten jeweils 2 Schadenspunkte. Dann musst du die Waffe fallen lassen. Noch ein Boss. Ah, okay. Vielleicht packen wir das dann so dazwischen. Noch ein. Also vom Design her ist es einfach fantastisch. Ich liebe das Design. So, und die Szenarios finden wir hier am Ende im Buch. Szenarios für 5 Spieler, für 4 Spieler, 6, 7, 8 Spieler. Super. Und jetzt haben wir ja noch das Power-Up. So, kommen wir zum Power-Up.
Kommen wir zum Inhalt. Einmal das Höllentor, dann einmal für die automatischen Maschinen, Gefahrenlevel, Waffenmarker, Programmmarker und vieles mehr. Grundspiel wird selbstverständlich benötigt. So, das Höllentor in der XXL-Variante, so wie auch in der Collectors Kickstarter Edition vom Grundspiel auch die Waffen alle groß sind. Achso, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Dann für die Bosse. Achso, und die Portale. Dann Marker, wenn man bestimmte Programme ausgespielt hat. Diese Dinger bringen richtig mehr Übersicht ins Spiel. Klasse. Also, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Brettspielrunde. Dann gibt es ein Let's Play zur Erweiterung. Mal schauen, was wir alles reinpacken oder welches Szenario wir spielen. Schaut gerne meine anderen Videos. Für Human Punishment habe ich sogar eine eigene Playlist. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch. Aktiviert gerne die Glocke bzw. das Abo. Und ich bedanke mich. Wir sehen uns in der Zukunft.